Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und haben meinem Erfahrungsbericht zu der Venus Videotürklingel. Fangen wir an. So, da wären wir bei der Venus kabellosen Videotürklingel. Ja, das ist eine akkubetriebene Türklingel mit Videoübertragung und noch diversen anderen Besonderheiten. Ja, und ich packe das Teil aus, schaue es mir an und probiere es aus. Und am Ende seht ihr meinen Erfahrungsbericht zu der Klingel. Noch kurz zu dem, was der Hersteller sagt. Kabellose Videotürklingel. 1080p Full HD und Nachtsicht. Intelligente PIR Bewegungserkennung und IP65 wasserdicht. 2,4 GHz Wi-Fi und einfach zu installieren. Und sicherer Cloud-Speicher und lokaler Speicher. Und in der Verpackung finden wir zunächst eine Anleitung zur SmartLife App, die es natürlich kostenlos in den bekannten App Stores gibt. Die Anleitung ist nur in Englisch gehalten, aber sehr ausführlich gemacht und mit Screenshots versehen. Ja, und eine weitere Anleitung gibt es nicht, also auch keine, wie man die Türklingel montiert. Das muss man alles selbst herausfinden oder hier weiter zuschauen. Dann mal alles aus diesem kleinen Päckchen herausgenommen. Und hier haben wir eine kleine Tüte mit Dübeln und Schrauben, einem Werkzeug und Kabeln, um die Klingel an das Stromnetz eurer bisherigen Klingel anzuschließen. Dann haben wir ein passendes Klebepad, um die Klingel ohne Schrauben und Herumbohren zu befestigen. Und hier ein Adapterrahmen, um die Kameraklingel leicht schräg an die Zarge, Wand oder sonst irgendwo anzubringen. Und hier nun ein weißes und ca. 1 Meter langes USB-A auf Micro-USB-Kabel zum Aufladen des integrierten Akkus. Und jetzt mal die Kameraklingel aus dem Karton genommen und da haben wir das Teil. Und das Gerät hat vorne eine glänzende schwarze Fläche, oben sehen wir die 1080p Kamera und darunter sind Sensoren und ganz unten ist eine Touchfläche mit LED-Ring zum Klingeln. Ja, und seitlich sehen wir das weiße Gehäuse der Klingel und einen Adapterrahmen für die gerade Installation. Ansonsten ist seitlich nichts zu sehen. Unten sind Öffnungen für Mikro und Lautsprecher. Und hinten sehen wir diesen Adapterrahmen und machen ihn mal ab. Und hier sieht man, wie die Klingel an den schrägen Rahmen dann angebracht wäre. Hinten an der Klingel gibt es einen Ein-Aus-Schalter und einen Reset-Schalter. Und seitlich ist nichts außer einer Gummiabdeckung. Und hinter der Gummiabdeckung befinden sich dann ein Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus und ein Micro-SD-Kartenslot mit einer Unterstützung für bis zu 128 GB große Karten. Dann mal die Klingel eingeschaltet und jetzt mal schauen, was passiert. Und es blinkt rot und muss offensichtlich eingerichtet werden. Und der erste Eindruck zur Klingel bzw. zur Verarbeitung ist sehr gut. Alles wirkt gut verarbeitet und wertig. Natürlich besteht das Teil aber komplett aus Plastik, aber es wirkt nicht billig oder so. Also soweit alles okay. Und nun schauen wir uns mal die App an. Ja, und die SmartLife App gibt es natürlich, so wie ich schon gesagt hatte, kostenlos in den bekannten App Stores. Und nach dem Starten muss dem Kleingedruckten zugestimmt werden. Jetzt muss ein Konto erstellt werden, also mit einer E-Mail registrieren und dann bekommt man einen Bestätigungscode. Dann ein Passwort festlegen und anschließend einen Zugriff auf die Daten der Produktnutzung gewähren oder halt nicht. Und nun befinden wir uns auf dem Hauptscreen Mein Zuhause. Nun wechseln wir in den Bereich Profil. Und hier haben wir einerseits Einstellungen zu den persönlichen Daten wie Bild, Name und so weiter. Außerdem gibt es eine Auswahl zu Drittanbieter-Sprachdiensten wie Alexa, Google Assistant sowie Automatisierungsdienste und ähnliches. Dann haben wir eine Familienverwaltung und die Möglichkeit, ein Zuhause zu erstellen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, einem bestehenden Haus beizutreten, wenn es schon mit anderen Geräten erstellt wurde. In Nachrichten gibt es Benachrichtigungen zu Ereignissen und so weiter und so fort. FAQ und Rückmeldung bietet Hilfen, Anleitungen und so weiter. Oben rechts kommen wir in die Einstellungen. Persönliche Daten hatten wir schon. Konto und Sicherheit bietet halt genau für diesen Bereich Einstellungen. Klingeln lassen lassen wir mal. In Benachrichtigungen sind Einstellungen für Alarme und Benachrichtigungen. Homescan-Gerät lassen wir auch mal. Temperatureinheit sollte klar sein. Ein dunkler oder normaler Modus, also der weiße, ist wechselbar. Über gibt Infos zur App, Updates und so weiter. Und Datenschutzeinstellungen bietet Einstellungen zu genau diesem Bereich. Netzwerkdiagnose bietet eine Überprüfung der Verbindung. Und Cache-Löschen löscht genau diese Daten.
Und im Bereich Smart gibt es zunächst eine Anleitung und anschließend kann man sogenannte Szenen einrichten, also Automatisierung, wie zum Beispiel, dass Lampen zu einer bestimmten Uhrzeit oder Heizungsanlagen zu einer bestimmten Temperatur automatisch aktiviert werden oder eben bei der Türklingel bestimmte Funktionen einzuschalten, wie zum Beispiel, wenn eine ungewöhnliche Aktivität erkannt wird. Und jetzt fügen wir die Kamera mal hinzu. Dazu wählen wir aus dem Bereich Videoüberwachung die Smart Doorbell aus. Nun muss man nach der Anleitung vorgehen, also einschalten und auf die blinkende LED oder den Ton warten. Nachdem dies passiert ist, aktiviert man die Schaltfläche und weiter geht es. Nun wird das Gerät mit dem lokalen WLAN verbunden, also Passwort eingeben und weiter geht es. Und nun muss man mit der Kameraklingel den QR-Code scannen. Nach der Erkennung hört man dann einen Ton. Nun wird das Gerät hinzugefügt und fertig. Und jetzt kann überprüft werden, ob die Benachrichtigungen zu Aktivitäten zuverlässig ans Smartphone geschickt werden können. Dazu wird eine Anleitung für gängige Geräte gezeigt, um die Benachrichtigung der App zu erlauben und Berechtigungsprobleme zu vermeiden. Ja, und jetzt verbindet sich die App mit der Kameraklingel und verbunden. Die Kamera detektiert direkt eine Bewegung und zeigt mir die Benachrichtigung dazu. Und man sieht oben die Anzeige zur HD-Übertragung und dem Akkuladestand sowie einem Lautsprechersymbol und ein Skalierungssymbol sowie die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Oben unter den drei Punkten haben wir die Einstellungen und man kann die Klingel umbenennen, das Symbol und die Örtlichkeit ändern. Infos des Geräts zeigt ID, IP, hinterlegte E-Mail und so weiter an. Ja, und Szene und Automatisierung zeigt eben diese an, haben wir aber noch nicht erstellt und somit gibt es da auch nichts zu sehen. Sprachassistentendienste hatten wir auch schon. Einstellung zur Grundfunktion bietet auch einige Möglichkeiten, unter anderem auch der Audiomodus als Gegensprechanlage. Geräusche ist eine Lautstärkeregelung. Die Einstellung des Erkennungsalarms ist die Möglichkeit, Körper zu erkennen, also vermutlich eine Erkennung für Menschen. Ja, die Übersetzung ist durch die Bank weg eher suboptimal. Dann kann der PIR auch eingestellt werden. Dann gibt es eine Energieverwaltung. Dann gibt es eine Offline-Warnung, wenn das Gerät nicht verbunden ist. FAQ hatten wir auch schon. Gerät teilen gibt das Gerät für andere Mitbewohner frei. Zum Startbildschirm hinzufügen stellt einen schnellen Zugriff auf die Kameraklingel ein. Firmware-Infos zeigt genau das an und aktualisiert die Firmware auch. Dann haben wir links den Button, um das Bild auf Vollbild und so weiter zu stellen. Ja, und das Kamerasymbol macht ein Foto, zum Beispiel von einem Einbrecher. Und das Videosymbol zeichnet ein Video auf, auch wieder zum Beispiel von einem Einbrecher. Und das Telefonsymbol lässt einen von der Couch aus mit dem Menschen vor der Tür reden. Das ist perfekt für den modernen, etwas bequemeren Menschen. Und unter den Pfeilen befinden sich weitere Symbole. Ja, und Wiedergabe gibt Medien wieder, die auf der Speicherkarte im Gerät gespeichert wurden. Hier ist jetzt aber keine drin. Ja, und Galerie zeigt halt die Medien an, die auf dem Smartphone gespeichert sind. Theme Color ist halt der Light und Dark Mode. Gerätevolumen ist wieder die Lautstärkeregelung. Und die Empfindlichkeit des PIR kann auch eingestellt werden. Dann kann eine Sirene zur Warnung oder Abschreckung aktiviert werden. Und mit Edit können die Symbole angeordnet werden. Mitteilung stellt wieder halt die Benachrichtigung dar, die so ständig eintrudeln. Ja, und das war's zur App. Ja, und der erste Eindruck zur App ist ganz gut. Sie hat halt diverse Übersetzungsproblemchen, aber fast alles ist soweit verständlich. Ja, und jetzt installiere ich die Klingel mal an der Tür. Ja, und dadurch, dass ich keine Löcher bohren möchte, nutze ich das Klebepad, das ich am Adapterrahmen befestigt habe. Nun sollte die Fläche, wo die Klingel hinkommt, noch gereinigt werden, damit die Klingel besser klebt, was ich schon getan habe. Und dann wird die Folie vom Klebepad entfernt. Ja, und jetzt bringe ich die Klingel auf ca. 1,60 Meter Höhe möglichst gerade an und drücke das Teil ordentlich ran. Das Teil klebt fest und nun probiere ich mal die Klingel aus. Und es klingelt. Und es hört sich ganz nett an. Ja, und wie die Wienes Videotürklingel so im Alltag funktioniert und was mir so auffällt, seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos im Erfahrungsbericht. So, und die Wienes Videotürklingel wurde nun einige Wochen lang immer mal wieder ausprobiert, getestet und auf Herz und Nieren geprüft. Ja, und ich finde sie für einen Preis von ca. 80 Euro wirklich ganz gut. Zunächst zur Verarbeitung und im Design. Und das Teil wurde zwar nur in Innenräumen benutzt, aber es wurde fröhlich der Klingeltaster malträtiert und ansonsten wirkt das Gerät wirklich sehr gut erhalten.
Natürlich habe ich trotzdem auch die IP65-Schutzart beansprucht und das Teil mal ordentlich nass gemacht. Ja, und das Gerät funktioniert weiterhin ohne Probleme. Grundsätzlich ist die Verarbeitung also gut. Ja, und vom Optischen sieht das Teil aus wie viele andere Videotürklingeln auch, aber das passt soweit. Dann direkt mal zum Hauptanwendungsbereich. Das Gerät soll als Klingel mit Videofunktion dienen und genau das tut es auch. Hier seht ihr mal, wie es auf dem Handy aussieht. Und sobald draußen jemand geklingelt hat, bekommt man auf dem Handy eine Benachrichtigung. Ja, und die Benachrichtigung kommt auch im Grunde sofort nach dem Klingeln am Handy an. Ja, man kann dann entweder erstmal auf dem Handy schauen, wer da so vor der Tür steht und dann die Tür öffnen. Oder man stellt halt mit der Gegensprechanlagefunktion eine blöde Frage, wie hier zu sehen. Und man sieht ja, wer da steht, ne? Und eventuell bekommt man dann natürlich auch dieselbe blöde Antwort zurück. Ja, Thomas, natürlich. Quatsch nicht und lass mich rein. Aber die Videoklingel funktioniert wirklich gut und die Aufnahmen sind sehr brauchbar. Natürlich ist es aber keine Full-HD-Qualität, wie man sie so von einem Full-HD-TV erwarten würde. Man kann aber alles erkennen und die Kompressionsartefakte bei schlechterer Verbindung halten sich auch in Grenzen. Und insbesondere in der Nacht kann man auch wirklich alles sehr gut erkennen, also hier bin ich wirklich zufrieden. Ab und zu habe ich aber schon einen Versatz von Bild und Ton festgestellt, wahrscheinlich wenn das WLAN mal ausgelastet war oder so. Ja, aber im Grunde funktioniert diese Videoklingelfunktion wirklich gut und das Bild ist auch wirklich gut anzusehen. Ja, und die Tonqualität des Gesprochenen ist auch ganz okay, hier dann nochmal in einer anderen Situation zu hören. Ja, und jetzt noch ein kleiner Tontest mit dem Mikrofon der Wienes Videotürklingel. Und ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und ihr könnt euch jetzt einen Eindruck über dessen Qualität machen, über die Qualität der eingebauten Mikrofone und eben hier im Zimmer, damit man irgendwelche Störquellen, Störgeräusche und so weiter ausschließen kann. Ja, und das Mikro finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, und was auch ganz gut ist, ist die Einsicht nach auswählbarem Tag und Situation, also zum Beispiel der erkannten Person, die sich so im Laufe der Zeit vor der Klingel aufgehalten haben und die ganzen Aktionen der Klingel und so weiter. Und wie man an den Rechtecken erkennen kann, funktioniert die Körpererkennung ganz gut. Dann nochmal kurz zur Bildqualität und ich habe die Klingel ja in einer eher schlecht beleuchteten Umgebung benutzt und hier seht ihr nochmal, wie es zum Beispiel draußen an einer Haustür angebracht aussehen kann. Also wirklich ziemlich gut. Dann kurz zu den Szenen und der Automatisierung und ich habe mir zwei Szenen angelegt. Einmal, wenn die Klingel Bewegung verstellt, soll sie mir eine Nachricht schicken und beim Klingeln soll sie mir auch eine Nachricht schicken. Ja, und beim Klingeln, wie schon vorhin gesehen, macht sie das auch ohne Szene. Ja, diese ganze Automatisierung funktioniert zuverlässig und ich hatte soweit keine Probleme festgestellt. Ja, und Alexa, Google und andere Dienste habe ich nur kurz ausprobiert, ob sie funktionieren und das tun sie auch, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich sie nicht wirklich benutzt habe. Dann gibt es noch einen nützlichen Diebstahlschutz und der funktioniert wie folgt. Was ich aber etwas komisch finde ist, dass ich zwar einen Bewegungsalarm, aber keinen Manipulationsalarm erhalte, wenn die Klingel die Sirene aktiviert. Naja, wie auch immer. Ja, und die Sirene, die nebenbei nicht auf voller Lautstärke gestellt war, ist in einem Treppenhaus mit seinem Hall laut genug. Draußen an einer Haustür ist sie dann aber auch auf voller Lautstärke etwas leise, wie ich finde. Trotzdem besser als nichts. Dann zum Akku und zunächst habe ich den Akku vollgeladen und das Gerät dann so ungefähr 3 Wochen immer mal wieder betrieben mit sehr viel Testerei, Aufnehmen von Videos und Bildern und so weiter und so fort. Und nach dieser Zeit habe ich noch ca. 60% Akku. Der Hersteller sagt, dass mit dem 5000 mAh großen Akku bei ca. 10 Aktivierungen pro Tag so 3 bis 4 Monate Betriebszeit möglich sein sollen. Und da das Teil bei meiner Testerei schon sehr wenig verbraucht hat und in einem Mehrfamilienhaus eh deutlich mehr Bewegung herrscht, könnte man sagen, dass ca. 2 Monate auf jeden Fall sicher drin sind. Ja, und es hängt, wie schon festgestellt, sehr vom eigenen Zuhause ab, wie viel Bewegung und somit Aktivierung der Klingel halt vorhanden ist. Aber es ist ein wirklich sehr guter Akku. Ja, und das Aufladen des dicken Akkus dauert dann natürlich schon 1-2 Stündchen, aber das kommt ja eher selten vor. Dann zur Verbindung mit dem WLAN und dem Smartphone und da gab es soweit keine Probleme. Die Verbindung war zu jeder Zeit stabil.
Und das einzige Problem ist, wenn das WLAN stark beansprucht wird, da kann man dann halt die Verzögerung, die ich ja anfangs erwähnt hatte, feststellen, aber sonst soweit alles okay. Und bei ernsten Problemen mit der Verbindung kann dann so eine Diagnosefunktion durchgeführt und dem Hersteller zugeschickt werden. Und außerdem gibt es ja noch so eine Offline-Warnfunktion, wenn die Türklingel irgendwie gar nicht verbunden ist. Dann noch eine kurze Anmerkung zum Speichern der Fotos und Videos. Und ich habe eine 64 GB große Samsung-Karte benutzt und damit hat es ohne Probleme funktioniert. Ja, das Speichern in die beworbene Cloud geht irgendwie scheinbar, da Bewegungen aufgenommen und gespeichert wurden, auch wenn das Smartphone aus war und keine Speicherkarte sich in der Klingel befand. Aber wie und wo das passiert, ist mir schleierhaft, da ich keinerlei Einstellungsmöglichkeiten in der App für die Cloud-Funktion gefunden habe. Vielleicht kommt da noch ein App- bzw. Firmware-Update. Naja, aber ich nutze lieber eine lokale Speicherkarte. Ja, und gab es irgendwelche allgemeinen Probleme mit dem Gerät oder hat mal irgendwas nicht funktioniert? Und soweit kann ich sagen, nö, alles okay. Ja, und sicherlich gibt es auch Konkurrenzprodukte von namhaften Herstellern wie Ring und Alo, aber die sind bei vergleichbaren Produkten mit einigen Funktionen mehr teilweise doppelt so teuer. Ich weiß nicht, ob sich das tatsächlich lohnen würde. Ja, und im Großen und Ganzen gefällt mir die Wienes Videotürklingel. Sie sieht nett aus, ist gut verarbeitet und macht genau das, was sie soll. Und die Aufnahmen sind wirklich gut, der Akku hält lange und die Funktionen sind auch wirklich nützlich. Einziger Nachteil wäre halt die Sache mit der Cloud. Aber für einen Preis von ca. 80 Euro kann ich ansonsten nicht meckern. Ja, und falls ihr das Video irgendwie interessant findet, irgendwas damit anfangen könnt, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Kommentieren und teilen wäre auch sehr nett. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.